Herzlich willkommen zu einer neuen The Forest-Folge. Hallihallöchen. Mit Concord. So, erstmal was. Ich brauche einen Vogel. Ah ja, stimmt. Was essen. Jetzt, wo man einen Vogel braucht. Ist keiner da, ja, ich weiß schon. Da hinten fliegt einer, aber. Ich gehe mal raus. Ich schau mal, ob draußen irgendwas ist. Ja. Was ist er? Nein, nicht durchs Haus durchbacken. Ich erwische dich trotzdem noch. Da ist ein Vogel, den rennen. Komm. Lande. Aber ich tue schon wieder so viel Zeit verkacken, eigentlich nur wegen Vögel sammeln, sag ich mal. Dass man eigentlich dann wieder gar nicht so richtig zum. Ah. Eigentlich schon, ja. Dafür sollen die. Oh nein! Ja, natürlich, ne? Also. Ah, jetzt geht's. Sorry, ich hab gerade. Bin aus Versehen aus dem Spiel getappt. So. Ah ja. Ja. Das ist leicht nervig, dass die Vögel durch die Häuser einfach verschwinden ja, können. Ja, aber nicht nur die Vögel. Dann haust du aus Versehen gegen das Haus oder du erwischst sie einfach nicht, sondern sich durch wegbacken. Aber das ist ja nicht nur bei den Vögeln, sondern es ist ja Rehe und sonst was sind plötzlich in Steinen weg und ach, das nervt manchmal. Ja. Ja, stimmt, das hast du immer vor ein paar Folgen gesagt, dass es eigentlich im Stein drin gestanden ist. Und genau, und dann habe ich gedacht, es ist halt weg und dann ist es wieder aus dem Stein rausgerannt. Das war dann so, oh, ja. Aber ein Reh wäre mal wieder geil, ne, um Vorrat aufzufüllen. Naja. Achso, ist komplett leer, das Ding. Benutzen. Nein! Ja, lande, lande. Ey! Danke dir. Erstmal was mampfen. So, lecker, lecker, lecker. Und das nächste Fleisch rein, dann trinke ich da was. Aber es regnet gerade so viel. Wir haben so viel zu saufen eigentlich. Das ist richtig Hammer. Geil, ne? Ein Hase! Lege ich schon fast meinen Shortcut für die Axt zu ersetzen für die Muttersäge. Weil die Axt nehme ich eigentlich jetzt nur noch zum Holzfällen, ja? Könnte ich eigentlich? Ich habe noch einen Hasen erwischt. Oh, nice. So. Alter, mit der Motorsäge macht das richtig Bock. Ja, da ist das Spiel wieder komplett anders, ne? Da geht alles ein bisschen schneller und. Aber mein Favorite ist eigentlich ehrlich gesagt Dynamit. Das ist mein absoluter Favorite. Also wenn ich da, keine Ahnung, 7 Bäume auf einmal wegholz, ist schon geil. Hat was. Yes, yes. Oh, ich hab voll viel Haut, Alter. Voll geil. Das ist. Ach, da kommt noch ein dritter und vierter Baum, jawoll. Hase. Ach, ich mach da jetzt keine Ordnung. Ich blick da nicht ganz durch gerade. So. Aber mach immer nur so viel, wie du wirklich auf die. Weil ich habe keine Lust, also auf die Wägen drauf bekommst. Beziehungsweise so, dass du merkst, du ein- oder zweimal laufen. Weil wenn du ganz viel machst, das ist mir ja auch immer passiert. Und dann kommst du mit dem Wegräumlich hinterher und dann ist dunkel. Voll blöd. Ja, ja, passt. Also ein Wagen ist schon voll. Ja, ich bin ich schon dran. Machen wir jetzt tauschen oder was, diese Folge? Ja, weil du jetzt noch nicht da warst, darum habe ich einfach angefangen. Ich kann ja nicht ganze Zeit auf dich warten. Was soll denn das heißen? Weil wie viele Baumstämme hier noch rumliegen. Ehrlich mal, ich brauche einen leeren Wagen. Da hinten laufen sie schon wieder übrigens. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Ja, das ist. Oh, warte kurz, da ist nochmal ein Hase. Ich muss ab. Ich hab dich gerade ingame gehört. Ja, weil ich gerade aus den Nein, ich bin schon wieder rausgetappt, ich depp. Warum tapp ich die ganze Zeit raus? Ja, ja. Das oh nein, ich renne den Hasen nicht hinterher. Oh doch. Warte, das sind ganz viele. Ich komme schnell zu dir hoch, falls wir kämpfen müssen. Und dass die vom Garten weg sind. Ja.
Baumstämme hier schon mal ein bisschen sammeln. Hast du einen Wagen dabei, Leon? Ja, und die sind hinter mir, die sind mitgekommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht, dass wir die Wägen kaputt machen. Ja, die sind gerade überall, das sind voll viele. Ich gehe mal hoch auf dieses, auf den Berg. So. Schauen wir mal, ist hier noch irgendwo ein Baumstamm, der abgeholt werden muss? Hey, sag mal, ich tapp die ganze Zeit raus, aber ich weiß nicht warum. Oh Gottes Willen. So. So, chill mal, ich schaue hier gerade noch ein bisschen. Ne, ist gut aus. Tja, wer hat hier eine Bestimmung zum Sterben aufgegeben? Du oder was? Ja, komm dann, komm her. Ja, Mist. Komm, ja, prügelt euch gegenseitig. Gut so. Ja. Jawohl. Macht euch gegenseitig fertig. So, einer ist tot. Trage ich schon mal rein einfach. Also meine sind alle irgendwie weggelaufen. Na gut. Ich brauche nochmal einen Vogel. Ja, meine sind irgendwie alle weggelaufen. Keine Ahnung warum. Ich glaube, ich habe sie. Die haben sich so oft gegenseitig geschlagen, dass alle gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr. So. Oh shit. Was für ein Pisser, Alter, der ist gerade vom Baum runtergesprungen, ne? Ja. Da hat er mich ja. Komm, greif mich an. Eins, zwei. Oh, Vogel, drei. Vogel. Hallo, hier sind doch immer irgendwelche Vögel, oder? Wenn man satt ist. Jetzt bräuchte ich einen. Nein! Was war denn das jetzt für eine Kacke? Keiner da. Jetzt, weißt du, immer dann, wenn du es nicht brauchst. Dann mach das, aber dann, wenn du es brauchst, dann. Weil der hat gerade unterm Kampf einfach nach unten, weißt du, die Animation gemacht, weißt du, sogar nach so. Unten geschlagen. Oh mein Gott. Wie ich immer brauche, wenn ich einen Vogel töten will. Oh, ich dachte mir, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist aber wirklich ein bisschen nervig in diesem Kampfsystem, sag ich mal, im Forest, dass man das nicht so aktiv steuern kann, wo man es hinschlagen möchte. Weil ab und zu schaut mal in den Boden rein, während man halt kämpft und dann. Aber ich glaube, der hat mich trotzdem nicht erwischt. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja, gut, dann nehme ich schon mal einen vollen. Ah, da ist noch ein Baumstamm. Nehme ich hier noch einen vollen Wagen mit. Ja, also mit der Motorsäge oder mit dem Dynamit hatten wir nur zwei Wägen voll. Lol, da schleicht so ein Typi noch rum. Na scheiße, jetzt wieder, wo ich keine Ausdauer hab. Jawoll, noch ein Lure erwischt, ey. Nice. Also gerade geht's bei mir richtig gut. Also nicht vom Bauen her, aber ich krieg richtig viel Fleisch. Hasen, Lure. Auch ein bisschen Zeug gerade. Voll geil. So. Dann haben wir die wieder aufgefüllt. Perfekt. Da hinten muss noch eine rein, ne? Bei der Wand hier. Da. Müsste schon leer sein, oder? Hier? Nee, voll. Ach lol. Hä, ja, da liegt ja noch eine Leiche. Ja, ich hab sie gerade hingelegt, ich wollte erst den Wagen leer machen. Brauchst du die Knochen? Nee, kannst du haben. Ich hätte sie jetzt dort oben reingetan. Ja genau, ich hätte es auch gelagert. Achso, gut, wunderbar. Gleich rechts um die Ecke. Da sind eh schon welche drin. Hey, was ist jetzt los? Alter, wir haben Knochenvorrat! Ja, ich frag mich auch gerade, wir haben hier das nicht geschafft. Oh. Was? Ah, die Bären hier wachsen jetzt schon mal. Das ja, das, deswegen mag ich auch so schnell wie möglich die Mauer eigentlich fertig kriegen.
Ja. Dann habe ich ja noch andere Samen und sowas und dann kann man das hier abliefern. Nicht dein Ernst jetzt, oder? Hm? Oh, ich habe eh gedrückt, weil ich den Wagen nehmen wollte. Da davor war aber ein giftiger Bärenstrauch. Da klettert gerade einer einen Baum hoch. Oh, ich habe einmal einen von Baum runtergeschossen mit dem Bogen. Ja, ich hab auch einen gerade erwischt mit dem Bogen. Ist er tot, oder? Er ist tot, ja. Ich habe Headshot gegeben. Oh, nice. Wow, ich muss aber wegrennen, weil die rennen mir gerade hinterher, glaube ich. Die la 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 lu. Ich sehe gerade zu viel Hase und Luche und so. Das ist komisch gerade. Das ist ja eigentlich jetzt gar nicht so schlecht, wenn wir das Zeug kriegen. Ja, aber mir sind gerade die Knochen irgendwie teilweise wichtiger. Oh, du hast hier Knochen liegen lassen. Hä? Ich habe keine Knochen genommen. Hä, hast du nicht gesagt? Hä? Welche Knochen? So, ja. Oh, das sind noch bloß so viel jetzt. Warum lagen da Knochen? Ja, du hast doch einen reingeschmissen und hast gesagt, nee, kann ich die Knochen nehmen? Ja, aber ich hab's doch nicht genommen. Ach so, ja, muss man aber aufpassen, nicht, dass die despawnen. Ja. Dachte, oh, immer wenn ich kämpfen muss, habe ich keine Ausdauer mehr, weil ich die ganze Zeit rumlaufe mit dem Wagen und so. Ja, nimm so einen Ausdauermix, wenn du so einen hast. Dich schaffe ich auch. So. Ich mache hier mal lieber zu, nicht, dass die hier. So, also wieder ein bisschen Ausdauer tanken. Oh nein, jetzt kommt die auch noch, die andere Tante jetzt daher. Ich bräuchte vielleicht ein bisschen Hilfe gerade. Ja, ich mag aber nicht die Knochen hier liegen lassen. Ich mag jetzt, warte, erst verbrannt, ich nehme schon die Knochen auf. Gut, zwei sind schon mal tot. Ist halt Zwilling, oder? Macht alles gleichzeitig. Scheiße, ich muss ihn auch schon killen. So, ich komme. So. Nein, Leute, jetzt greifen die jetzt schon die Mauer. Bis jetzt läuft es echt doch gut, ich habe auch keine einzige Rüstung verloren. Das ist gegen vier Leute. Ja. Nein, der eine liegt drin, ist nicht gut. Ei. Boah, Alter. Das war jetzt ein Kampf. Wir müssen die Mauer kurz reparieren. Ah. Weil wir dagegen schlagen müssen, leider. Die lebt immer noch. Lol. Willst du? Stirb nochmal. So, jetzt gehen wir auf Nummer sicher hier bei dir. Oh, jetzt habe ich den Kopf abgeschlagen. Na? Ach da. Weiterspielen. So, perfekt. Zweite Leiche hast du da liegen sehen? Ja, und da dahinter liegen nochmal zwei. Na, dann nehme ich schnell die hier. Oh, ein Traum. Ja, gerade läuft's echt gut. Wir kommen gut voran mit dem Bauen und wir killen ganz schön viele Leute für Knochen. Ja, ohne Rüstung zu verlieren, also wir... Ja, direkt vorm Tor ist noch eine. Also, ja, fast ich seh's. Hätte zwar eigentlich gehofft, dass wir diese Mauer dieser Folge zu Ende kriegen, aber wir kämpfen schon in der Folge sehr viel. Gerade, also wir verbrennen gerade ganz viel. Haben wir noch ein bisschen Zeit zum Fertigen. Ja, ein bisschen schon, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Ich warte aber. Naja, ich wollte gerade sagen, ich warte aber mal hier, weil sonst despawnen wieder die Knochen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich bring die anderen Knochen. Hier nicht. Der andere kann schon weitermachen. La 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 la. Sehr schön. Hey, Luch, yay. Dann bringen wir die Knochen da mal wieder her. So. Da ist noch ein Tote. Sehr gut. Oh, noch ein zweites Tote.
Und ein drittes Tor dann? Boah, Alter, das Körbchen ist fast voll. Krass. Aber ich trau mich fast nicht zu sagen, hey komm, lass uns ein zweites bauen. Wir haben ein zweites. Oh. Die Tür ist gut, verpackt. Dann. Ja gut, dann können wir eh noch das zweite voll machen, da passt eh. Nein, oh Mann. Ach. Da hinten ist noch einer. Gut, dann bringe ich den Lurchi mal ins Lagerhaus zum Trocknen. Ah ja, ich habe auch noch einen Lurch. Oh, gut, dass du sagst. Gut, dass du sagst. Habe ich den Vogel gesehen? Frisch. Dann bringe ich den hier hinter, ist eigentlich voll. Ich hänge ihn hierher. So, wo sieht's denn noch leer hab aus? Habe ich nicht sogar noch einen Hasen eigentlich? Nee, den habe ich. Den habe ich schon aufgehangen, okay. Hast du gerade was aufgelegt zum Füllen? Ah ja, das ist ein Vogel, stimmt. Habe ich mir gönnt. Eine kleine Stärkung. Jo. Ich brauche mir auch gerade was. Sorry, das musste jetzt sein, weil der hat gerade direkt vor meinen Füßen gelandet. Hier, guck mal, dein Abendessen. Ich hab schon selber was drauf. So, jetzt müssen wir uns aber halten, ja, es ja, wird jetzt, wieder dunkel irgendwie. Was schon? Nee. Ja, oder es wird schon langsam wieder ein bisschen diesig. Komm, eine Fuhre, zwei Fugen schaffen wir noch. Bringt das eigentlich was, dass das Fleisch schneller fertig ist, wenn man da mal Geld reinschmeißt? Ich hab keine Ahnung, ich mach's einfach mal, weil ich so viel Geld hab. Ey, jetzt sind ja schon wieder welche da. Warte, vielleicht treffe ich den von hier aus. Bleib stehen! Du hast meine Pfeile in dir! Gib mir meine Pfeile zurück! Du Dieb! Ah. Danke, danke, danke! So, jetzt drehen wir den Spieß um. Du schlägst nicht mehr mich, ich schlage dich! So. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. So. Ja, ich muss noch mal eine Leiche wegbringen. Es hilft einfach nichts, ne? So. Ja, also eine Fuhre ist schon mal wieder voll. Oh, geil. Meine Ausdauer, ey. Also manchmal überlege ich mir echt, ob das vielleicht nicht sogar klüger wäre, einfach unterwegs ein schnelles Lager zu bauen. Weißt du, so draußen schnell und dann, während wir kämpfen und dann immer da schnell die Leichen reinschmeißen. Man könnte es echt überlegen, einfach mal so ein Lagerfeuer draußen zu bauen, ja. Also kein festes weil Lagerfeuer, sondern ein schnelles, weißt du, so nur mit Holzklötchen. Weil das machen wir schon oft, also wir laufen echt lange rum wegen den Leichen manchmal. Ja, hin und her, hin und her. Das stimmt schon, das sind ganz schöne Strecken eigentlich. Vor allem jetzt immer durch das Tor. Vielleicht nur fürs Kochen hernimmt oder so? Ja, wir kennen das schon, wenn es Zeit ist und so, ja. Aber ich meine, wenn ich jetzt da zum Beispiel, ich hätte ganz schnell, ich glaube, da wäre ich schneller gewesen, wenn ich da einfach schnelles Lagerfeuer hinklatsche und den rein. Und dann hätte ich währenddessen, hätte ich dir helfen können oder auch einen Baum fällen können. Nee, das meine ich ja. Einfach fürs Kochen einfach das drinnen hernehmen. Was mache ich? Ja. Und fürs Verbrennen einfach mal kurz eins bauen. Vor allem, wir sind ja immer eh auf einer Seite zum Fällen und dann kann man da mal eins bauen. Ich habe zwar jetzt eine Rüstung verloren, aber die fülle ich noch nicht auf. Später. Roll da rüber, du Scheißbaum. Bist du denn jetzt gefallen? Also, ich finde, es ist natürlich, ist es fast, braucht man das, dieses Gestrüpp, weil das viele Ding bringt, also viele, Sticks, aber man, irgendwie nervt es hier, das
Das nervt mich tierisch, ey. Und nicht mehr zu viel das fällen oder jetzt nur noch das holen, was da ist. Hast du viel gefällt noch? Nee, gar nichts mehr. Ja, dann machen wir einen Baum noch oder so. Also jetzt langsam, weil es ist dunkel. Ja. Ich mache hier nur den einen Baum hier. Nein, in welche Richtung fällst du denn, du Scheiße? Halt, glaube ich, noch eine einzige. Ja. Ja, weiß nicht, ob wir jetzt noch halt fällen sollen. Eher nicht, oder? Weil jetzt ist schon arg dunkel. Ja. Im Dunkel sieht man erst nichts, wo man hinfährt. Ja, die hilft dir das da, hast du gesagt. Es geht. Vor allem, wenn du hinter mir läufst. Warte, wir sollten vielleicht. Was? Oh Gott, Sakrament, was mache ich denn da? Kack. Vielleicht erst hinten anfangen, weil sonst müssen wir immer über die komplette Mauer rum. Hätten wir vielleicht früher machen sollen. Naja. Ha, der Typ denkt mit. Oder. Spät. Spät, aber theoretisch. Für die nächste Mauer. Was? Ah! Bin mitgefahren gerade. So, ah ja, gut, dann gehen wir rein. Wir können auch den ganzen Garten dann schön beleuchten hier, ne? Oh ja, das machen wir. Das machen wir, das machen wir. Ich finde die Beleuchtung teilweise doch ganz schön wenig hier, ne? Teilweise, ja, wäre geil. Das wäre elektrisches Licht ganz praktisch. So. Speichern. Speichern und einmal schlafen. Hey, das mit dem Schlafen funktioniert auch ganz gut gerade, muss ich sagen. Gerade, wir haben wieder unseren Rhythmus. Gut im Rhythmus. Ja. So. Und so, erstmal wieder Durst. Achso, ja, stimmt. Wie verrückt. Wir haben das Tor offen gelassen. Ja, gut, beim Schlafen passiert eigentlich eh nichts. Jetzt hätte ich gerne ein Vögelchen. Komm runter. Hey, echt. Ja, gehen wir mal ein bisschen weg vom. Fällig. So einen kleinen Vogel habe ich schon mal zum Verzehren. Ich bräuchte auch noch einen. Ah, da ist hier. Da war doch gerade ein Vogel. Das Lückchen nehmen. Oh Mann, ich finde keinen Vogel. Ein Fliegenvogel. Genau. So, ich brauche jetzt die Keule eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich kämpfe jetzt echt nur noch mit dem Katan. Ich glaube, langsam bin ich echt gut damit. Echt? Ja, weil es ist echt schön schnell und sowas. Macht zwar ein bisschen weniger Schaden, aber man kann da gut die Leute bearbeiten. Vor allem die schnelleren Gegner. Weil die kommen dann gar nicht mehr dazu, sich zu wehren. Du haust einfach drauf. Ja, da überlege ich fast auch schon mal, auf den Katana zu wechseln. Aber kannst du dich jetzt damit blocken? Geht das? Man kann blocken, ja. Also ich kann blocken und ich bekomme keinen Schaden. Also keine Ahnung. Okay, ja, weil da steht ja eigentlich, dass Blocken sau schlecht ist, ne? Ja, genau, eigentlich. Ja, null. Blockieren null. Oder es heißt voll. Aber du kannst blocken. Ich kann blocken, ja. Ey, dann werde ich das wahrscheinlich auch mal. Und ich bekomme auch keinen Schaden, wenn sie mich schlagen, wenn ich blocke, also. Keine Ahnung, was das ist. Dann probiere ich das jetzt auch mal. Warte. So, da ist nochmal Dynamit reinwerfen. Nein, hier. Nicht das. Ablegen. Ich krieg den Rucksack nicht. Ah, jetzt. Kombinieren. Oh yeah. Dann oh Gott, das ist die weit. Oh. 3. Und eins. Genau. So, perfekt. Oh Mann, ist das Feuer ausgegangen. Eins, zwei. Eins und zwei. Ich habe Hunger. 1, 2. Sortelation. Ja, schön drauf. Wir zwei noch. Ach, das mit dem Dynamit, das ist echt Spaß. Das ist geil, ne? Ich liebe es auch mit dem Dynamit. So, Mampf. Einmal ein Schlücklein trinken. Bis du da mal in die Gänge kommst, habe ich wieder zwei Wägen gefüllt.
Ja, ich weiß auch nicht. Bist in der Früh nicht so aktiv, irgendwie. Nicht sehr produktiv. Dir fehlt eindeutig der Kaffee. Nee, ich habe noch ein bisschen geändert. Ich habe meine Shortcuts geändert. Ich habe jetzt Katana und die Motorsäge ausgerüstet. Mal Ja, aktualisiert. stimmt, die Motorsäge könnte ich echt auch Habe noch ich mal einfach. gemacht. Dann habe ich eben erstmal ewig lang einen Vogel finden müssen. Und dann wollte ich, habe ich es aufs Feuer gelegt und dann, bis ich gecheckt habe, dass das Feuer wieder ausgegangen ist, das musste ich wieder von vorne anfangen. Das war richtig nervig. Ja, das ist ein Problem von Dummheit. Verstehe ich schon. Ach. Der Schlag war auf mich, ich hab Nein, gegolten. war nicht. Nein, wie kommst du da drauf? Ich fahr vorbei, vorbei ich so. Ja, ich glaub, das sind. Da stehen sie alle da. Der ist ja riesig, der Typ. Ey, ich könnte hier mal Hilfe gebrauchen, eventuell. Oh, das waren jetzt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 Bäume gleichzeitig. Nice. Nice. Ja, ihr Penner. Und das sind Eingeborene, nicht gut. Komm, ich mach den Wagen noch schnell voll. Ich hau ab. So, einer ist tot. Du gehst schon mal in die Mauer rein. Ich lege dich hier schon auf den Weg, dass man dich nicht so sieht. Und ihr kommt da hier zu mir. Ja. La la la. Zuerst wieder auf euch schießen. No problem. Attacke! Ey, es war noch ein Headshot. Ja, den Pfeil zurück und jetzt time to die. Also wir haben jetzt echt schon das nötige Großstadt ausgelöscht gefühlt. Die tun sich schneller fortpflanzen wie unsere Karnickel. Ja, Unsere Hasen, eindeutig. die haben es nicht drauf. Könnten sie da mal was abnehmen? Eindeutig, ja. Jetzt pass auf. Oh, ich wünschte, man könnte irgendwie auf jede Schulter eine Leiche hängen. Wenn man zwei Baumstämme tragen kann, kann man bestimmt auch zwei Leichen tragen. Eigentlich schon, ja. Unbedingt. Definitely. Vor allem da hinten waren auch wieder Eingeborene, also wir haben echt nicht wenig Eingeborene gerade. Es Aber geht, es hält sich in Grenzen. ich bin froh, dass es keine Mutanten aktuell gibt. Irgendwie schon, ja. Also, ja, ist zwar jetzt. Ja, nee, ich find's echt gut. Auf die hätte ich jetzt echt keinen Bock. Das ganze Dynamit haben wir jetzt eh Ja. eigentlich für die Bauern benutzt. Ja. Ja, gut, aber Molotow-Cocktails kann man echt genug herstellen. Da haben wir theoretisch kein Problem. Ja, ich weiß nicht. Irgendwo, glaube ich, hast du mal Ding gebraucht? Oh, Möwe. Oh, du gehörst mir. Mit Panzertape. Und Panzertape habe ich relativ wenig. Ja, das ist ein bisschen nervig, das stimmt. Irgendwo habe ich mal Panzertape gebraucht. Ich glaube, das Ja, waren die das ist normalen Bomben, oder? für die Sprengstoffdinger da. Ja. Bei Molotow braucht man nur Alkohol und Stoff. Achso, ich hab. Ich hoffe, dass die anderen Eingeborenen jetzt weg sind, weil ich da fünf Bäume gefällt hatte gerade. Sind da jetzt eigentlich noch Leichen gewesen zum Rennen? Oder sind die alle doch alle weggekommen? So, du machst den Wagen leer, nimmst ihn aber nicht mit. Sehr Ich habe doch unproduktiv, ne? einen Wagen mitgenommen. Ach, aber du Ich kann hast doch einen nicht zweiten zwei. Wagen geschoben. Ach so. Ich kann doch nicht zwei Wagen gleichzeitig I schieben. understand, I understand. I'm so sorry. Alter, das sind so viele Baumstämme gerade. Holy shit. Und das mit einer Dynamitstange. Coming, Ja, Dynamit habe ich jetzt keinen mehr im Inventar. Ah, da ist nochmal Alter. ein Loch. Hoppala. Den kann ich mir vielleicht nochmal, wenn ich ihn nochmal finde. Und das alles mit einer Dynamitstange. Ich hätte vielleicht gleich. Jetzt hätte. Was machst du denn jetzt? Oh Einen nein, Scherenschlag? da hinten ist ein Lurch und haufenweise eingebrochen, deswegen Beeilung.
Ah ja, der Lurch, aber der Lurch. Ach scheiße, der Lurch läuft direkt zu den Eingeborenen. Der Sack. Ja, weil er da überlebt, bei uns stirbt er. Ja, wollte gerade sagen. Alter. Holy shit, alle Baumstämme, die wir gerade holen, das habe ich mit einer Dynamitstange gemacht, ne? Ja, ne, habe ich vorhin auch geschafft. Also, Dynamit ist echt sehr praktisch. Aber mittlerweile mit der Motorsäge. Also, ist zwar immer noch ein bisschen schneller, aber mit der Motorsäge. Ja, macht's auch Bock. Viel Zeit gewinnen. Ja, ja, sehr. So vereinzelte Bäume mache ich immer mit der Motorsäge. Wenn du so wirklich so fünf nebeneinander yeah, hast oder sowas. Das stimmt. Da. Nehme ich schon eine Dynamitstange, aber wenn da so einer irgendwo mal stehen bleibt oder so, nehme ich schnell die Motorsäge. Dafür ist die ganz gut. Ja, genau. Kann ich ja gleich dranbleiben, oder? Oh, die Mauer ist gleich fertig. Wohl die Mauer ist fertig. Holt nee, das. Ja, da ist noch ein bisschen. Sorry, nicht gesehen. Schade. Ich dachte, fast sagen, die machen wir jetzt noch. Also, die machen wir jetzt noch fertig. Ja, ich glaube, ein Wagen. Selbst zum Arschlecken reicht ein Wagen nicht. Ja, aber ich sehe schon, der Turm braucht extrem viele Baumstämme immer wieder. Ja, der braucht nicht wenig, ja. Ich mach mal die Ecke da hinten weg mit der Motorsäge schnell. Jo. Ja. Man muss sagen, das haben sie leicht verkackt, dass man diese Geräusche hat, wenn man die Motorsäge benutzt. Ja, das ist ein bisschen komisch. So, man muss sagen, das Spiel ist ja schon längst aus der Beta raus und so. Das ist ja jetzt nicht irgendwie noch so Beta-Status oder so, wo man denkt, ja gut, ist halt so. Haben sie vergessen, den Sound zu ändern und so? Also, falsche Richtung! So. Wow! Wow, das war knapp. Holy shit. Stand es direkt drunter. Hä? Ich kann die gerade nicht ablegen. Ah, jetzt. Das könnte eigentlich schon funktionieren. Ja, das reicht gleich. Ich glaube, wir haben noch welche, die wir noch irgendwo. Auf den Turm nehmen können wir gleich. Ah, nein, auf dem Baum war einer. So. Wo sind die jetzt? So, jetzt brauchen wir was, doch was zu essen. Enger Vogel ist was für ganz nice. Na, ja, da hinten laufen uns auch wieder rum. Nein! Oh, ich habe genau geschlagen, als ein anderer aus nichts kam. Ein Baumstamm fehlt noch. Kannst du mir auch wagen? Nein, kann ich gerade nicht. Ich bin gerade schwer beschäftigt hier. Nee, mit Katana bin ich. Also ich habe gleich mal wieder eine Rüstung verloren. Okay. Aber das Ding ist, ich kann hier auch nicht kämpfen gerade, weil ich mir gerade sau schwer tue, weil ich immer rückwärts laufe und gegen so ein Ding laufe. Aber also gegen so einen Baumstamm. Ich muss mal rüber, weil, ne? Ich muss mal ein bisschen aus. Warte, ich bin die. Ja. Oh, schon mal Schnitt. Warte, ich mach den hinter dir. Ah, Achtung, ich hab keine Ausdauer mehr. Ich muss jetzt Ausdauer sagen. Ja, fucking hell. Ja, eine Rüstung verloren, das geht noch. Warten noch, bis ich ausgewählt habe. Einer ist tot. Nein, der rennt weg. Ist auch tot. Ah, jetzt ist er tot. Wollen wir gleich das Lager vorbauen? Ja, genau. Warte, ich baue schnell und du kümmerst, schaust mal, dass die anderen, dass das Ding voll wird. Ja. Dass der Wagen wieder voll wird. So, wo ist die andere? Liegt schon beieinander. Achso, da ist der andere. Wie Glück sagt, also eigentlich nur noch ein Baumstamm und dann ist immer fertig. Ja, aber. Gehst du jetzt warte, mit. Warum nimm halt den Wagen mit?
Nee, das ist noch nicht voll. Nehme ich einfach nur diesen einen Baumstamm, mache die Mauer fertig und dann. Wohl, es scheint noch. Moment, Moment, Moment. Nein, da fehlt dann noch eine. Gibt es eigentlich noch was zu reparieren? Nein. Na, es war vielleicht nicht so klug. Aber naja. Was denn? Ja, weil ich jetzt nochmal eine Dynamitstange geworfen habe, aber ich habe mir auf die Zeit geguckt. Oh! 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 Alter, hat's mich gerade erschrocken, ey. Weil ich gerade null drauf geachtet habe, wo der mein Baum hinfällt und ich stand volle Rotze drin. Lol. Gottes Willen, wie viele Dinger liegen denn noch rum? Hast du die Knochen alle genommen? Ja. War's perfekt. Oh, da liegt noch einer, oder? Ich tue uns beiden noch schnell was zum Happern rein. Oh, das ist geil. Naja, ich brauche unbedingt das. Ah! Du kleiner. Ja, komm, warte, ich mal. Keine Ausdauer mehr, müsstest du vielleicht übernehmen. Moment. Nee, keine. Also, wenn du keine Ausdauer mehr hast, bist du am Arsch. Jetzt habe ich eine Rüstung verloren. Scheiße. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Fast. Aber nur daneben legen, weil ich gerade brate, ne? Vielleicht nicht reinlegen, das wäre jetzt nicht geil. Ich glaube, das hat zwar keinen Einfluss, so genau nimmt es. Nee, spielen, aber. Nicht, dass du aussiehst, da irgendwas. Komm schon, ich hol mal gleich. Wir werden nicht fertig. Jetzt bräuchte ich mal wieder ein paar Knochen. Hab ich Knochen? Einen. Weil jetzt würde ich gerne mal wieder... Ich hab ganz viele Knochen. Ach, Essen. Oh Gott, das ist echt kleines Snackchen hier. So. Dann hau ich den schnell rein, den Typen. Ja, so mit dem Katana habe ich jetzt öfter Leben verloren, wie... Weil die einfach... Cool, weil mir fällt es extrem auf, dass sie langsamer sterben. Extrem. Ja, ja, klar. Aber man kann halt viel schneller zuschlagen. Ist halt ja, aber da, die Ausdauer ist halt sofort unten und dann bringt dir das schnelle Zuschlagen auch nichts mehr, wenn sie dann wegrennen können. Ja, aber man gewöhnt sich eigentlich an den anderen Kampfstil, sag ich mal. Ja, ich probier's mal einfach aus. Aber ich hab es einfach so. Jetzt habe ich diese verdammte Katana gefunden. Das nehme ich auch, eher. Ja, so. Kann nicht sein, dass das besser ist wie diese selbstgemachte Keule. Das hey, perfekt. Ich glaube hier. Ach nee, da sind noch. Scheiße, da sind noch viele. Oh Mann. Ich nehme die Knochen wieder. Scheiße, ich kann nicht alle Knochen nehmen. Ja, ich bin gleich da, ich komme. Wir haben noch drei Baumstämme. Zwei kann ich nehmen, einen muss man liegen lassen. Das ist doch noch so viele, es gibt ja nicht. Krass. Das waren viele, ja. Boah, Alter, überall diese kleinen Steine und Baumstümpfe, ich krieg das kotzen. Das ist so übel. Das ist furchtbar. Das ist richtig nervig. Ich versuche da mal schon so slalommäßig durch irgendwie so. Ach du Scheiß! Hey, was ist passiert? Ganz viele Leute und ich habe fast keine Ausdauer. Ich müsste jetzt hier mal schnell die Bären essen. Die Mauer geht gar nicht kaputt, ich bin von positiv überrascht. So, einer ist tot. Perfekt. Und ich krill mal schnell. Die anderen laufen alle weg. Ja, passt. Ah ja, genau, ich mach gleich mal wieder das Holzding davon. So. Da. Ja, das bringst du doch wieder mit rein. Ja, weil ich gerade hier war. Ich habe ja hier gekämpft. Achso. Bevor ich da wieder hochlaufe, bleibt sich dann gleich, glaube ich. Das meine ich ja, je nachdem, wo ich bin. So oder so. Also die Mauer ist jetzt fertig, oder? Die Mauer ist fertig, ja. Jetzt dann können wir sich
Droid um den Turm kümmern. Gut, dann bringe ich das Ding hier rein. Ah, wir müssen die Folge beenden, sehe ich gerade. Ja, 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 deswegen meine ich ja, deswegen. Warum bist du da eigentlich komplett außen rum gefahren? Weil das eine Tor noch nicht fertig war und. Achso. Weil da genau da der Baum schon gefällt hat. Ansonsten hätte ich natürlich das obere Tor genommen. Ah, wir greifen wieder an. Ich muss mich darum nur kurz kümmern, bevor wir. Hallo? Jemand da? Ach, mir fehlt auch noch ein Ding. Rüstungsding. Ah, ne. Mach ich okay. Das doch mal schnell. So, ich komme zu dir rein und dann können wir die Folge beenden. Ne? Weil wir jetzt schon 40 Alright. Minuten haben. Ja. Überlange Folge. Ah ja, genau. Mal speichern. So, wir können auch bald wieder schlafen. Ja, dann wird es auch bald wieder dunkel sein, ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge auch wieder sehen, hören. Ganz doll würden wir uns freuen. Oh ja. Bitte, also dann, bitte schaut meine Let's Plays. Okay, lass uns lieber beenden. Okay, ciao. Ciao.